der Reinhold Mitterlehner, der ist mir ja total sympathisch. Und der ist ja auch über alle Parteigrenzen hinweg faktisch respektiert. Also außer in der ÖVP halt. In Köln, da haben sie ja jetzt geglaubt, sie fangen NAFRIS, nordafrikanische Intensivtäter. Haben sie alle Leute mit schwarzen Haaren eingekesselt und verbreitet tausende betrunkene Afrikaner, werden aus ganz Europa gewissermaßen nach Köln gefahren. Dann hat sich herausgestellt, das war wahrscheinlich nicht so. Oder vielleicht schon, aber man weiß es nicht genau. Man hat von den Leuten eigentlich kaum Personalien aufgenommen. Und von den paar hundert, wo man Personalien aufgenommen hat, da waren die Mehrzahl deutsche Staatsbürger. Naja, Fake News halt. Also NAFRIS, naja, man weiß nicht so genau. Islamistische Gefährder. Na. Gefährder. Naja, Gefährder. Gibt's ja bei uns auch welche. Drei davon sitzen sogar in der Regierung. Die nennt man nicht NAFRIS, sondern MAISIS. Mittelnordeuropäische Intensivschwätzer. Gefährder, die die Stimmung für den Rechtsradikalismus aufbereiten und sich dabei wahrscheinlich auch nochmal raffiniert vorkommen. Ja, die glauben wahrscheinlich wirklich, dass sie total raffiniert sind und dem Rechtsradikalismus total schaden, den Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie seine Themen übernehmen. Ja, lachen Sie nicht, es ist gar nicht auszuschließen, dass die den Blödsinn wirklich glauben. Yeah, die FPÖ will das Thema Kriminalität und Ausländer verbinden und hochziehen. Ja, dann werden wir Tag ein, Tag aus über nichts anderes als über Kriminalität und Ausländer reden. Und ja, das wird der FPÖ total schaden, wenn wir den ganzen Tag über ihre Themen reden. Voll arg schaden wird ihr das, ganz bestimmt. Ist ja auch die totale Erfolgsstory gewesen in den letzten 30 Jahren. Die Themen der Rechten übernehmen und ihnen so den Wind aus den Segeln nehmen. Und jetzt will ich ja mal großzügig sein und mal unterstellen, dass es ihnen ja wirklich darum ginge, das Sicherheitsgefühl der Österreicher zu stärken, wenn man das sich denkt, das Thema Sicherheit ist so brennend und so gefährlich und man will das Sicherheitsgefühl stärken, indem man den Leuten suggeriert, auch den Rechtsradikalen, der Minderheit der Rechtsradikalen, wir sind eh auch gegen die Ausländer, also ihr Rechtsradikalen, ihr müsst gar nicht so rechtsradikal sein. Das Problem ist halt, es funktioniert halt nicht. Es kann gar nicht funktionieren, weil man sofort in so einen Überbietungswettbewerb hineinkommt. So von der Art war der Sobotka, hat gesagt, man soll die Flüchtlinge noch mehr quälen und er hat damit sofort eine Kronenzeitungsschlagzeile gekriegt. Also muss sich der Doskozil gleich noch was noch quälerischeres ausdenken, dann kriegt er auch eine Kronenzeitung-Schlagzeile geschenkt. Und dann kommt natürlich gleich der Infant von Meidling, diese Ich-AG der ÖVP, der Sebastian Kurz. Und der kann das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, dass die zwei Kronenzeitung-Schlagzeilen hat. Und da muss er sich noch was Absurderes ausdenken, was übrigens dann schon schwer ist, damit er dann auch seine Kronenzeitung-Schlagzeile kriegt. Und das Ergebnis ist, man hat drei Kronenzeitungs-Schlagzeilen, die gleich mit großen Trara diese Paranoikanone Notstandsfantasien unter die Leute bringen und damit diese Notstandsparanoia auch noch schüren. Das heißt, selbst wenn es eine Rationalität in dem geben könnte, die drei kriegen halt in ihrer Eitelkeit und Wichtigtuerei keine Rationalität hin, ist völlig unmöglich. Vom Irrsinn der Vorschläge jetzt mal abgesehen oder von der Rhetorik des Irrsinnigen, mit dem selbst durchaus nicht ganz unvernünftige Vorschläge vorgebracht werden. Weil zum Beispiel Asylzentren in Nordafrika, wo Leute, die auf Flucht oder Migration sind, ihre Asylanträge direkt stellen können. Ja, das ist ja keine verrückte Idee. Kann man sich ja überlegen. Nur, dann hätte man schon seit Jahren zum Beispiel sagen können, ja, wir nehmen Asylanträge in den Anrainerstaaten, zum Beispiel im Nahen Osten, direkt entgegen, in unseren Botschaften, im Libanon, in Jordanien, in der Türkei, um den Leuten zu ersparen, gefährlich übers Mittelmeer zu fahren. Hätte einen ja niemand dran gehindert. Muss man ja nur tun, aber ja, da muss man halt was tun, da muss man handeln, richtig Politik machen. Das ist dann nicht erledigt mit einer Schlagzeile bei der Kronenzeitung, mit dem, was man in dem Kreis der drei und der Politik versteht, nämlich Schlagzeilenproduktion. Kann man ja sagen, ist ja sogar vernünftig. Habe ich ja auch selbst hier oft vorgeschlagen.
kann sagen, die Anrainerstaaten, wo die Geflohenen aus Syrien und im Irak sind und dort stranden, sind total überfordert. Und wir nehmen denen 1 Million Leute in Europa ab. Also wir nehmen ihnen 1 Million Leute ab und verteilen die in Europa. Und dafür suchen wir uns mehr oder weniger aus, wen wir nehmen. Also primär Familien mit Kindern. Und dafür unterbinden wir die illegale Einreise. Kann man machen. Aber dafür müsste man halt die Politik machen. Da müsste man dafür werben, in Europa herumreisen, Verbündete für so eine Politik suchen und finden. Man müsste in der Bevölkerung dafür werben. Also lauter so anstrengendes Zeug, das ich halt nicht einfach aus dem Pressesprecherbüro im Ministerium erledigen lässt mit einem Anruf, einem schnellen Anruf bei irgendwelchen zugekoksten Zeitungsreportern. Oder noch besser, dem Kurz sein jüngster Vorschlag, Internierungslager in Nordafrika, wo alle von hier hingebracht werden, die von hier nicht abgeschoben werden können, weil ihre Herkunftsländer sie nicht aufnehmen. Das heißt, derselbe Minister, der es nicht schafft, die Herkunftsländer dazu zu bringen, selbst ihre Kriminellen aufzunehmen, will uns jetzt einreden, er hätte einen Plan für Internierungslager in, ja wo eigentlich, in Tunesien, in Marokko, wo? Also genau in diesen Herkunftsländern, wo man dann alle hinschickt, nicht nur die Staatsbürger dieser Herkunftsländer. Und er hätte einen Plan und die wären schon bereit für den Kurz ein Internierungslager zu betreiben. Dieselben Länder, die nicht mal bereit sind, ihre Staatsbürger zurückzunehmen. Hey, es ist so grotesk, weil egal wie man in menschenrechtlicher oder völkerrechtlicher Hinsicht dazu stehen mag, es ist völlig klar, das wird's nie geben. Jedem ist das klar, dass die darauf erpicht sein könnten, für den Herrn Kurz ein Internierungslager zu betreiben. Es ist so absurd, ein Guantanamo für Arme oder was? Und das ist eben nur so ein Beispiel für so eine abstruse Idee, die auch keine Idee ist, kein Konzept, weil deren einziges Ziel, deren einzige Idee ist ja das Generieren von irgendwelchen Schlagzeilen in der Kronenzeitung und nicht die Idee, dass es ein Plan ist, der irgendwo verwirklicht wird. Und das ist das Agieren unserer drei Gefährder. Dieser Zerstörer, dieser Ankündigungsweltmeister aus der Regionalliga Ultratief. Unsere gefährlichen Maisis, diese mittelnordeuropäischen Intensivschwätzer.